Nuss der Woche Nummer 17. Siebenmal schlafen. Die Jufifi-Preise wurden vergeben. Und war es eigentlich auch ein Film-Barcamp? Ja, in einer Woche startet der 49-Euro-Ticket in Deutschland. Hier noch ein paar kurze Informationen. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, ist das Ticket nicht in allen Strecken der Bahn verwendbar. Das heißt, ausgenommen sind davon Lichtstrain, RE, IC, EC, und der ICE, da kann das Ticket soweit nicht verwendet werden. Bei einer Verspätung von 60 Minuten werden nur 1,50 Euro bezahlt. Beachte dabei, dass Betriebe unter 4 Euro in der Regel nicht bezahlt werden. Deswegen sammelt eure Verspätungen und reicht das als Bündel an die Fahrgastinfostelle der Deutschen Bahn ein. Alles weitere könnt ihr auch in den Link-Video-Beschreibung bei Thema Nummer 1 nachlesen. Diese FilmemacherInnen haben an diese Jufifi einen Preis gewonnen. Wir sprechen mit Jule, die mit dieser Produktion eine lobende Erwähnung bekommen hat. Warum, dass die Abkürzung LGBTQIA+ einmal erklärt wird, indem eben jeder Buchstabe einzeln und das, was eben dahinter steht, also die Buchstaben stehen ja jeweils für eine einzelne Sexualität oder Geschlechtsidentität, dass das einmal alles beleuchtet wird. Der Film kann für den Unterricht verwendet werden. Diese Person ist für den Trailer und Co. verantwortlich. Hamudi hat für seinen Film Lebendig begraben in der Kategorie Talent gewonnen. Filmemacher vom Herr Production, und wir haben heute den schönen neuen Logo gewonnen von der Produktion Lebendig begraben. An dieser Stelle Glückwunsch an alle Filmemacher, die heute dabei waren, und auch an alle Beteiliger des Projektes Lebendig begraben, sowohl hinter der Kamera als auch vor der Kamera. Manche Filme, die gewonnen haben, gehen weiter an der Bayerische Kinder-Jugend-Filmfestival im Juli 2024 in Passau. Hier deine Worte. Mein Film geht es um Rosemary Abascu. Es ist ein Flüchtling, der über das Mittelmeer geflohen ist und dadurch traumatisiert wurde und Angst hatte vor Wasser. Dann sich in Deutschland wirklich innerhalb kürzester Zeit integriert hat und mittlerweile sich ehrenamtlich als Rettungsschwimmer und Schwimmlehrer für Kinder und Jugendliche engagiert. Und über ihn haben wir einen kurzen Dokumentarfilm gedreht. Aktuell wird jemand gesucht, der da kommende Festival mitgestaltet. Meldet euch beim Parabol, wenn ihr eine Idee habt für 2024. Diese. Ja, das Jufifi ein tolles Erlebnis für viele FilmemacherInnen aus Mittelfranken. Und es war wieder sehr cool. Viele Leute sind gekommen. Ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr für das nächste Jahr euch eine Idee oder über einen Trailer oder da mitwirken, einreichen. Ja, nicht länger als, glaub, eine Minute. Ja. Aber für viele FilmemacherInnen, die aus Mittelfranken eben sind und gerne sich austauschen möchte, für die ich jetzt noch einen kleinen Trailer, den wurde von Parabol erstellt,
Ich habe nur die Musik umgeändert, um einfach auf der sicheren Seite zu sein. Hier kommt der Trailer. Ja, ein sehr schöner Trailer ist echt geworden. Bedanken wir uns bei der Sonja für den netten Trailer. Ich bin mal gespannt, wie viele Filmemacher dann vor Ort sein werden. Im Juli bin ich sehr gespannt. Da ist nur noch 1,5 Monate bis dahin. Kann noch viel passieren und Wir halten euch auf dem Laufenden, was das 49-Euro-Ticket jetzt so ab dem kommenden Montag, genau an meinem Geburtstag, so bringt. Ob das sinnvoll ist, das sehen wir dann in den Bilanz in circa 2-3 Monate. Ob da wirklich so sinnvoll ist und ob die Regierung da was Gutes getan hat oder ob das doch ein Flop war und da nicht so angenommen wird wie das 9-Euro-Ticket. Damit erstmal schönen Abend, macht gut bei nächste Woche Nummer 17 2023.